versucht anzurufen. Ja, ich weiß. Es tut mir leid. Ich bin gerade zur Tür rein. Ich hab sofort dich angerufen. Ich bin noch nicht hier. Ich bin immer noch in Jacke und Klamotten. Ich wollte mich eigentlich ins Bett legen und dich dann anrufen. Aber ich dachte, hey, du hast so oft angerufen. Wie spät ist es denn? Weiß ich nicht. 3 Uhr morgens oder sowas. Ich, keine Ahnung. Ja. Boah, ich hatte gerade endlich einen Albtraum. Also, was hast du geträumt? Ich war irgendwie auf dem Flughafen in Bahrain und weiß ich auch nicht, auf einmal nur noch so Männer um mich rum und irgendwie haben die mir alle meine Sachen weggenommen, mein Handy, mein Rucksack, mein Portemonnaie und dann hab ich gedacht, wie soll ich denn jetzt nach Hause fliegen und dann haben die gesagt, das ist auch egal, also ich weiß auch nicht. Boah, bis 3 Uhr musstest du im Krankenhaus bleiben? Naja, und es geht auch, es ist kein Ende in Sicht. Jetzt gibt's keine Masken mehr, jetzt... Ja, dann kannst du doch nicht arbeiten gehen. Ja, ich habe jetzt einen Schal umgelegt und darf auch nur in bestimmten Bereichen arbeiten. Und was? Wir mussten Patienten nach Hause schicken, ja, beziehungsweise mussten die ewig warten. Dann wirst du natürlich angeschrien, dann ist es ein Druck, du glaubst es gar nicht. Am liebsten würde ich zu dir kommen ins Hotel und einfach mich neben dich legen und schlafen. Wirklich, ich habe die Nase voll, ich kann nicht mehr. Das ist unglaublich, wirklich. Kannst du dir nicht frei nehmen? Ja, jetzt, weißt du, wie viel krank sind und wie viel sowieso jetzt auch schon in Quarantäne ja, sind. Ja, aber wenn du jetzt auch noch krank wirst, dann haben wir doch ist doch auch nichts gewonnen. Ich habe heute ein bisschen recherchiert. Das kann bei jungen Leuten total okay sein, der Verlauf, ne? So, dass du gar nicht irgendwie krasse Symptome hast oder so. Aber ich habe gehört, dass von einem Yogaschüler von mir, 2 Mitarbeiter, die hatten es ganz normal, nicht schlimm, so Ende 20 so sind die, und haben jetzt beide seit ein paar Wochen aber keinen Geschmackssinn mehr und können nicht mehr riechen, nichts mehr schmecken. Und man weiß nicht, ob es nochmal weggeht. Ach, scheiße, ja, ich weiß, es ist bei uns auch so, also wir kriegen ja auch alles, jung, alt, dick, dünn, aber es ist tendenziell, sind relativ oft die alten Menschen, die mit vielen Vorerkrankungen oder da, wo das Immunsystem sowieso schon sehr runtergefahren ist. Ja, und ich merke halt auch, ich komme an meine Grenzen, aber ich kann jetzt nicht, wenn ich jetzt auch noch fehle, ich muss ja allein aus Solidarität, kann ich meinen Kollegen Du bist einfach Kollegen ein kleiner gegenüber, Engel. Also glaub mir, ich wäre viel lieber bei dir, als jetzt hier alleine in meinem Bett, also ganz klar. Du siehst gerade so wahnsinnig süß aus und ich mich sehr gerne bei dir einkuscheln. Ich bin jetzt auch immerhin schon geduscht. Oh, schade, dass es noch kein Telefon mit Geruchssinn gibt. Ja, Hauptsache du verlierst deinen nicht, wenn du dich jetzt infizierst da mit den ganzen Kranken. Ich glaube nicht. Nein, man muss auch manchmal nicht an sich denken, Leo. Ja, momentan ist echt, ich verstehe es echt nicht. Das ist in Deutschland, mega krass, warum, ich dachte, Deutschland so ein Land wäre vorbereitet auf alles, aber irgendwie. Vorbereitet, nee. Ja, weiß ich nicht, aber keine Masken mehr, was ist denn das für ein... Nee, das ist alles privatisiert, es geht nur noch um Kohle, Kohle, Kohle. Klar, ich meine, wir haben ein gutes Gesundheitssystem, ja, und wir sind auch nicht vergleichbar mit irgendwie Italien oder Amerika, womit wir ja auch immer zu tun haben, aber trotzdem, es ist schon, wir haben, und die Regierung hat sicherlich auch ganz gut gehandelt, sonst hätten wir wahrscheinlich schon viel mehr Infizierte und weniger Krankenhausbetten frei, als es jetzt momentan ist, aber weißt du, wir kommen ja gar nicht dazu, unsere normalen Tätigkeiten nachzugehen, und die Leute sind auch so panisch, die gehen ja schon mit einem Schnupfen ins Krankenhaus und sagen, sie haben Corona, das wäre das Letzte, was ich machen würde. Ich würde lieber zu Hause bleiben, weil ich glaube, jetzt ins Krankenhaus gehen oder zum Arzt, wenn du es noch nicht hast, dann holst du es dir doch da, oder nicht? Aber selbst also ich musste mal niesen und gucken mich gleich drei Menschen an und sagen, hey, und mach 5 Meter Abstand. Das ist doch unglaublich. Ich muss immer mal niesen bei den Pollen, die hier rumfliegen. Oh nein, hast du Heuschnupfen? Nee, aber da hat mal was gekitzelt in der Nase. Es ist, hast du eigentlich Heuschnupfen? Nein, das weißt du doch, ich habe noch nie Heuschnupfen gehabt. Ja, aber das kann man einfach kriegen. Ja, aber nicht in den 4 Wochen, wo du jetzt nicht da warst. Ja, aber jetzt ist doch erst Frühling geworden. Ja, das stimmt. Ja. Aber nee, ich habe manchmal, also gerade im Frühjahr oder im Frühling ist meine Nase ein bisschen trockener und dadurch bin ich ein bisschen empfindlicher, also meine Schleimhäute sind empfindlicher, weißt du. Armer Leo. Ach, meine Süße, pass mal auf, ich gehe jetzt unter die Dusche. Und dann hau ich mich hin. Ja. Wann bist du morgen? Weißt du nicht, wann.
Ich habe momentan habe ich immer jeden Moment das Gefühl, das Telefon klingelt wieder und ich muss schon wieder in eine neue Schicht. Momentan ist eine Schicht nach der nächsten. Zack, 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 zack. Ach, am liebsten würde ich mit dir tauschen, wirklich. Oh, sag das nicht. Also mir kommen jetzt schon hier die Wände auf mich zu. Echt? Ja. Ich weiß nicht, wie ich das 2 Wochen lang aushalten soll. Was soll ich denn machen 2 Wochen hier? Ich schlafe einfach ganz viel. Ja, ist dann das Essen wenigstens gut, was du bekommst? Das ist ein gut bürgerliches Hotel hier. Essen gut, dann wahrscheinlich für mich nicht. Viel Fleisch. Ich esse eigentlich, ich sag immer, ich hätte gerne bitte das Gericht, aber ohne das Schnitzel oder so. Ja. Oh Mann. Meine Süße, ich... Selbst die Bratkartoffeln machen die mit Speck. Echt? Naja, wenigstens werde ich nicht fett dann in den 14 Tagen. Nein. Du machst doch ganz viel Yoga und du hast du einen Balkon oder irgendwas in deinem Hotel? Fenster. Oh, scheiße. Okay. Naja, I will survive. Definitiv. Wenigstens bin ich jetzt wieder bei dir in der Nähe, auch wenn es trotzdem weit weg ist, aber wenigstens ja. Ohne Zeitverschiebung und ohne... Das Internet läuft auf jeden Fall hier. Das ist auf jeden Fall stärker. Willkommen in Deutschland, wobei manchmal habe ich das Gefühl, wir sind hier auch in so einem dritte Weltland. Unglaublich. Was die Connection hier angeht, also die Verbindung. Ey, ich leg mich hin, okay? Ach, das schlaf schön. Ich zieh mal ins Bett um. Ja? Auf der Couch eingeschlafen bei meinen 1000 Versuchen, dich zu erreichen. Für einen guten Nachtkuss, ja. Sehr süß, sehr süß. Hey, ich denke an dich und ich versuch mich zu melden. Alles ja? Klar, ja. Pass okay. Dich auf. Schlaf schön. Nacht. Tschüss. Scheiße. Okay, jetzt muss man dann duschen und dann. Ja, ist gut.